Ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pangobas Let's Play. Jo, wir sind hier wieder im Norden, wo wir eine Schatzkarte kurz holen. So, ist noch ein bisschen am Laden. Ich bin erst hier gejoint. Genau, und das ist 253 Blöcke im Südwesten scheinbar, also in diese Richtung, denke ich. Ist das Südwesten? Ja. Okay, sehr gut. Da wird es auch schon aufgedeckt. Ich muss sehen, ob ich nicht irgendwo runterstürze. Jo, wir sind im letzten Part ja sehr fleißig gewesen, haben hier so Tschüss gemacht. Wir haben Zaubertisch gemacht, haben hier auch verzaubert. Effizienz ist einfach drauf gekommen. Dafür beim zweiten Mal Glück und Haltbarkeit auf einer Eisenspitzhacke. Weil ich dachte, ja, mit Glück 2, es kommt keine Haltbarkeit oder anderen guten Mod. Jetzt müssen wir einfach noch ein Level haben und dann gehen wir ins Nether. Jo, im Nether gibt es dann neue Biome, oder? Also es ist ziemlich, wahrscheinlich vieles neu dann. Und hoffentlich nicht zu schwer oder so. Das werden wir ja sehen. So, hier haben wir auch noch W drüben, okay. So, das ist schön hier, diese Sandbänke mit den Half-Steps. Das ist richtig schön. Wow. So manche Mods, haben große, die schon Ewigkeiten da sind und so, die haben schon sehr tolle Sachen drin. So, ihr kennt vielleicht den Trick 9-9, oder? So, das ist bei Block, also nach der Leertaste links, nach XYZ kommt Block und dann die letzten drei Zahlen müssen 9-9 sein und dann habt ihr den Schatz. Also, gucken wir mal. Eisentrank, da und Wasser, Holzzahnrad, Eisenbahn, gebraune Loch, Herz des Meers, Eisenbahn, Smaragdmünze. Okay, nach Gold kommt Smaragd und dann kommt Diamantmünze. Noch mehr oben, 5 Stück. Boah, Goldmünze. Was war das für ein Reicher? Ich habe irgendwo auf der Welt einen Schatz versteckt, findet ihn und ich habe ihn gefunden. Das One Piece. Geil. Also Sand könnte ich ja auch sehr gebrauchen. Ich nehme mal zum Beispiel die Kupferbünze nicht mit, die Enderperle auch. Ich nehme Sachen, die ich jetzt nicht so brauche, nicht mit. Den Ring möchte ich einfach aus Prinzip mitnehmen. Kann ich die nicht stacken? Okay. Der Lachs. Wer braucht schon Lachs? Gut, also dann haben wir das gemacht. Ich muss noch kurz schlafen. Hier wollte ich jetzt eigentlich nichts mehr holen. Der Magierturm, der hat, glaube ich, eine Fallentruhe, wo man nicht entschärfen kann. Oder nur, ich weiß nicht wie. Möchte ich es nicht machen. Das ist Zinn. Und in diesem Meer war auch nichts speziell. Das ist wieder Redwood Forest. Haben wir hier also nichts mehr zu tun. Warte kurz noch auf die Map schauen. Hier unten. Ah, hier ist ein Sumpf. Nein, das ist kein Sumpf. Beim Portal war auch nicht gerade so viel. Da unten ist wieder ein Dorf oder so etwas. Hier ist eine Festung. Und hier ist nochmal so ein Turm. Aber das machen wir dann später. Heute wollte ich ja ins Nether und da brauchen wir auch ein bisschen Zeit. Da haben wir das Obsidian. Wir haben genügend Obsidian. Smaragd nehme ich eben mit. Nein, den will ich nicht hier rein. Diamanten tue ich irgendwo noch rein. So. Und der Rest muss ich auch mal noch in einer der Truhen hin tun. So. Ah ja, die Goldmünzen. Wo sind sie da? Dafür zum Beispiel Goldbahn, Holzzahnrad, Disk. Die Disk muss einen besonderen Platz haben hier beim Holz. So voll unnötig. Gut, dann haben wir nochmals ein bisschen. Da haben wir die Flachsfaser, genau. Kokosnuss brauche ich nicht hier. Nochmals Kokosnuss. Fisch brauche ich auch nicht hier. Dann haben wir nämlich hier noch Platz. Nein, hier oben ist ja Goldmünzen. So. Ja. So, das Problem jetzt, dass ich hier wohl keinen Platz habe. So, okay, auf jeden Fall.
Das Portal möchte ich auch irgendwo da hinten machen, zum Beispiel hier auf dem Berg oder so. Ja, genau. Feuerzeug brauche ich noch. In einer Truhe war ein Feuerzeug. Sehr gut. Also, ja, im letzten Part war ich noch ein bisschen gestresst und in diesem Part, jo, geht es mir eigentlich gut, aber ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr Übersicht im Mod. Das ist schon recht schwer zu kopieren. Ich denke hier irgendwo. Sehr professionell. Die meisten machen ja jetzt Portale mit dem Gießen, aber ich bin genauso gut im Gießen, wie ich sonst irgendwie Modpacks kenne. Sehr schlecht. Und deshalb mache ich das einfach nicht, damit es nicht irgendwie eine Katastrophe wird und überall Obsidian dann falsch liegt. So. Also, wir schauen mal, was drinnen liegt oder im Nether. Was wir machen können. Ich hätte gerne noch einen Bogen oder so mitgenommen, aber wir werden den einfach ausweichen und nicht besiegen, den Gas. So, wunderbar. Dann haben wir noch 24 Minuten schön im Nether Zeit. Können vielleicht noch im nächsten Part im Nether bleiben. Aber ich will Spektakel sehen. Coole Sachen. Ich sehe nichts. Okay. Wo bin ich? Ich kann nichts machen. Okay, ein Superspektakel. Jetzt, okay. Superspektakel. So, also unbedingt Portal markieren. Ah, yeah. Wieso ist eigentlich das Licht wieder nicht an? Ah, ich muss mal kurz das Ding anmachen. Wo habe ich das? Ja gut, ich habe das Desktop-Symbol gerade nicht. Wo ist meine Tastatur? Wo ist die App von meiner Tastatur? Hä? Ich habe es jetzt nicht mehr gebraucht, aber hier in diesem Minecraft ist die Tastatur einfach gerade nicht an. Die Beleuchtung. Da, Logitech. So. Ist eine Logitech. Ja, alles klar. Ja, okay. Beleuchtung anmachen. Wie geht das? Hä? Wieso funktioniert die Beleuchtung nicht? Darf ich bitte Beleuchtung haben, Logitech? Es ist immer so, bei Logitech habe ich immer irgendwelche Beleuchtung schlecht. Da ist irgendwie immer die Beleuchtung nicht funktionabel. Desktop. Wo ist Minecraft? Minecraft ist nicht dabei. Ich habe keine Beleuchtung auf der Tastatur jetzt. Okay. Letztes Mal habe ich ja die Lex gehabt und dieses Mal habe ich die Tastatur nie nicht funktioniert. Also es sieht so aus, als würden wir. Okay, da sind Schweinedingmensch da. Genau. Also wir haben schon mal Karmesinholz. Das ist gut. Machen wir das auch ein bisschen vom Spawn weg. Jetzt haben wir dann sofort. Ah, die gehen auch mit dem Holzfällen. Cool. Genial. Manate Unholy has awoken Nerby. Ja, gut. Jetzt sterben wir innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist nämlich ein Mystic-Mod. Wieso hat er mich angegriffen? Okay, und wo ist jetzt dieser Unholy? Ich sehe nichts. Da oben? Ja, wie weit weg ist der? Also zu dem gehe ich nicht. Keine, also, wir sind einfach noch nicht genug weit. Ja, aber ich habe immer nichts. Also, die kann man immer noch nicht anpflanzen. Was hat eigentlich Minecraft, also Mojang, eigentlich gewollt mit diesem Karmesinholz? Das kann man nur abfarmen, aber wieder, nicht wieder neu anpflanzen. Das ist irgendwie ganz komisch. So, da haben wir Seelenstein. Okay. Gehen wir mal durch den Seelenstein, damit wir ein bisschen farmen damit. Ah, hier haben wir so Kohleerz. Haben wir jetzt jedes Erz auch im Nether? Das ist ja ziemlich geil.
So. Und ich möchte eigentlich zu diesen Stalagmiten nach. Das ist Netterwarz. In Bäumen, genau. Etiopatchenblock. Und jetzt hier durch. Dann haben wir irgendwo vielleicht eine. Können wir ranken? Ja. Nein, nichts kaputt machen. Ah ja, können sie nicht. Das ist Kupfer. Also, wir haben schon mal einen Gast. Wir müssen einfach ein bisschen Überblick halten. Der Gast ist jetzt gerade. Schnell die schießen. Gehen mal runter. Die greifen uns immer an, habe ich so das Gefühl. Also, die sind jetzt aggressiv geworden, oder? Durch einen Mod. Oder ich habe sie einfach attackiert, wo sie nicht angegriffen haben. Aber ich glaube nicht, der hat mich angegriffen zuerst. Ist nicht so schlimm, wenn die nur aggressiv sind. Das ist Seestern, das ist Solium-Ohr. Also es kommen sehr viele böse, schwere Monster, die sind sehr weit weg. Gut. Das ist ein kleiner. Okay, solange es nicht so schwer ist, oder? Wir haben ja Level. Ist es schon völlig okay. Okay, hier haben wir noch ein Pickling, aber die sind schwer. Okay, verstehe. Da haben wir die Pilzlichter gehabt. Da haben wir auch ein Pilzlicht. Soll ich ein paar farmen? Da ist auch irgendwo. Was ist denn das? Das Kane Stangen pro Plant. Okay. Okay. Sehr interessant. Okay, sehr, sehr tolle Sachen. Ja, jetzt sind wir schon wieder voll, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Kohle haben wir. Ich habe nichts bekommen. Also wie kann man diese Ranken, diese Stangen bekommen? Ah, sind einfach Magma-Blöcke, okay. Die haben eine andere Textur, habe ich so das Gefühl. Nee, muss gar nicht sein. Ich kenne sie aber nicht so. Also, habe schon lange nicht mehr gesehen. Okay, ein nächster großer. Ich glaube, das ist ein Mythic-Monster. Also, wo ist der? Da. Okay, gehen wir einfach nicht in die Richtung. Und die blauen sind. Okay, das ist nicht böse. Die blauen sind. Ja, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Epic, glaube ich, oder? Sind einfach sehr schwer. Level up. Also, wir haben wenig Leben. Wir müssen auch essen. Ich suche immer noch Glowstone wegen dem Ether-Mod. Ich habe ja auch ein bisschen Glowstone bekommen durch irgendwelche Erze in der Hauptwelt. Also es ist so wenig, oder? Ich möchte unbedingt ins. Tschüss. Noch eine? Okay, die greifen auch. Hey, dieser Epic Samurai-Mod, der hat sehr komische Monster. Ist das nicht ein Item? Okay. Jo. Okay. Schade. Also auf jeden Fall möchte ich da mitnehmen. Okay, das nehme ich jetzt aber auch noch nicht mit. Das kann ich auch nicht mit. Doch mit. Okay, dann nehme ich das mit. Aha, nochmal so ein Schreihals. Ein größerer Schreihals. Okay. Es sind so komische Dinge manchmal. Oh, das war jetzt ein lauter Schrei. Machen die immer schon so viel Schrei, wenn sie irgendwie spawnen? Nee. Das ist etwas anders vielleicht gewesen. Okay, ich grab mich jetzt mal irgendwo hier. Rechts durch. Ja, dann sind wir wieder draußen. Gut, haben wir hier irgendwo Glowstone? Ja. Also, dann grabe ich mich mal
rüber, hä? Also nicht graben, sondern rüber stecken. Ich will aber schauen, dass ich da nicht irgendwie angegriffen werde, sonst lande ich in der Lava. Bin ich sofort tot. Ja, nicht sofort. Ich habe ja viele Herzen. Aber Hauptsache Glowstone und ja, die Kristalle interessieren mich dort. Mich falsch gesteckt. Ja, ein bisschen falsch gesteckt. Okay. Da haben wir Kohle noch. Okay, das ist sehr schwer, ohne noch mehr Blöcke dann zu farmen. ja. Geh mal hier rüber. Hm? Okay. Wie mache ich das? Boah, fast wäre ich noch runtergefallen. Also, was ist das hier? Nette Labilazuli. Soulstone haben wir, gell? Dann können wir nämlich hier nach oben und noch ein bisschen. Netherite. Netherrack, genau. Und so. Ja, Netherite, die könnte ich auch irgendwo vielleicht hier finden. Ist natürlich noch ein bisschen zu früh, um sie zu farmen. Also schon farmen, aber einsetzen, oder? Ich habe auch schon die Vorlagen für diese Rüstungen gefunden im Schiffsrock. Aber diese, ja. Weiß nicht, einfach ozeanischen Templates, genau. Also nicht, auf Deutsch heißen sie, glaube ich, Vorlagen, oder? Listenvorlagen oder Schmiedevorlagen. Ja, wer sich kennt, es gibt ja immer diese Gussform, oder? Das sind, also, das sind eigentlich Guss. Muss das sein? Muss das Geschrei sein? So, gut vorbereitet, hoffentlich, dass ich nichts verliere. Und nochmals ein bisschen weiter. Hört auf mit diesem Geschrei, ich bin momentan sehr sensibel. Ich habe einfach eine Nervenkrankheit, die extrem momentan nervt. Dann muss ich nicht noch ein Geschrei haben, liebe Mitbewohner des Netters. Ja, ich bin auch ein netter Bewohner. Da oben sind Diamanten, kann das sein? Ne, das sind auch wieder die Herzen. Schade. Ja, die müssen auch weiter unten sein. Da haben wir nochmals einen neuen Block, diese schwarzen Blöcke dann. Okay. Da oben haben wir auch irgendwie ein anderes Erz. Also ich möchte jetzt, wenn ich noch Platz habe für einen, ja, kurz hier runter gehen. Und dann hier mich kurz rüberstecken, wenn das geht. So. Schon wieder diese blöden Essenzen. Und dann einfach so etwas mitnehmen. Wenn das geht. Hä? Die geben gar nichts. Die droppen einfach auf den Boden, aber ich kann sie nicht einsammeln. Hä? Die geben gar nichts. Ja, vielleicht müssen sie einfach voll sein. Die geben nichts. Okay. Die geben wirklich nichts. Schade. Soulfire. Oh, was ist das für ein Block? Ich glaube, so langsam gehen wir wieder mal zurück. Ein Seelenmagma-Block, den ich abbauen kann, mitnehmen kann, okay. Und du gibst auch nichts. Es gibt so viele Sachen. Wenn ich schon wieder, ich sterbe bald. Ich will nicht sterben. Da oben, okay. Aua. Hä, kommst du? Du warst irgendwo hinter den Blöcken hier. Und was ist das? Das ist eine Goldschaufel. Ah, jetzt kann ich die Hörner mitnehmen. Sie sind besser gedruckt, scheinbar. Also eine lenkt die Goldschaufel auf Quarrying. Mit Glück, Reichweite und Mining Speed. Okay. Da flunkert es irgendwie. Keine Ahnung, wie das hier so
sparkelt. Was ist das? Okay. Alles mal abklären. Was ist das? Raues, rohes Zinn. Purpureisen. Okay. Mehr Glowstone. Könnte ich jetzt noch mehr Glowstone gebrauchen? Ja, wir haben Full Stack. Haben wir ein paar verpasst? Nein, wir haben einfach alle eingesammelt. 64 insgesamt. Haben schon alle eingesammelt. Jo, also dann müsste ich eigentlich wieder zurückgehen. Benny Tweet. Dann müssten wir jetzt zurückgehen. Boah, hey. Also. Langsam nerven diese tollen Spawns. Die könnte ich ja mal abfarmen dann, aber. Ey. Der Mod, der ist am Nerven, ne? Okay. Ja, sonst ist wirklich mega Reizüberflutung. So viele Sachen überall zu entdecken. Das sind Smaragde wahrscheinlich. Nein, das sind auch. Nee. Ist das grün? Ja, dann sind Smaragde. Da ist wieder ein neuer Block oder der gleiche wie vorher. Schon krass. Okay, gut. Also, wir machen hier mal einen Checkpoint, wenn ich durchkäme. Okay, ein bisschen habe ich trotzdem abgebaut. Jo, neu. Jo, machen wir eins. Nette. Oder nette eins oder so. Damit wir das besser finden können. Nette 1. So. Und wir müssen zum Spawn-Nette gehen. So. Und dann abhauen. Also es ist extremst. Oder? Es ist ziemlich high-end, was im Neffer abgeht. Also für vielleicht ein paar Zuschauer, vielleicht ein paar öfter Zuschauer ist vielleicht das nicht neu, aber für mich ist es komplett neu. Es ist irgendwie so richtig abenteuerlich. Und es ist einfach viel zu viel neu. Es ist für mich eine Reizüberflutung. Ich als ja, multitaskingfähiger Clown. Ding hochbegabter. Möchte einfach alles irgendwie haben und trotzdem ist es natürlich noch ein bisschen begrenzt. Man kann noch nicht so viel machen, wie man gerne hätte, oder? So, die Sachen brauche ich jetzt alle mal nicht. Ich muss eben mehr Truhen machen. Ich brauche auch keine Smaragde und so momentan. Die mache ich mal hier rein. Die Schere könnte ich gebrauchen. Also die Werkzeuge brauche ich nicht. Ich mache mal einfach die Sachen rein, die ich jetzt nicht verwenden möchte. So. Ja, die Eisenschaufel ist sowieso kaputt. Die hat gar keine Haltbarkeit. Ich glaube, das geht weg unten und dann ist es... Nein, es geht nicht weg, genau, aber man könnte es noch reparieren. Die Werkzeuge gehen also nicht mehr kaputt. Außer sie haben einen Verzauberung, wo sie kaputt gehen dürfen. Und ja... So, jetzt farmen wir noch kurz ein paar Beeren, damit wir etwas zu essen haben. Und dann gehen wir heute auch noch ins App. Ja, also zeitlich wird es genau noch gehen. Einfach ein bisschen herumschauen und ein paar Blöcke farmen. Wäre optimal, das auch noch heute zu machen. Dann heißt es das Äffer und das Neffer. Also Ding. So, also, ich muss die Blöcke machen. Ja, muss es nur richtig können. So, und dann machen wir einfach... Ah ja, ich muss das Feuerzeug auch noch mitnehmen. Jetzt habe ich das Feuerzeug jetzt irgendwo angetan. So, dann haben wir einfach noch ein Äffer-Portal dort oben. So. Ich habe ja das Portal hier gemacht. Dann mache ich das Portal einfach hier drüben. Machen wir mal es hier. Wird vielleicht noch gehen. Richtig schön, korrekt, anders. Also diesen Mod kenne ich noch von ein paar Let's Plays.
Er hat sich sicher erweitert, oder? Sind sicher ein paar Features noch dazugekommen. Ich weiß nicht, wann es war, aber es war vielleicht Anfang dieses Jahres noch, wo ich dann Evermod noch kurz ein oder zwei Parts oder so gebracht habe. In einem Livestream vielleicht auch. Ich brauche Wasser. Hä? Doch, es ist richtig. Ja, genau, in der Luft. Ja gut, dann brauche ich aber Blöcke. Boah, der Wind geht wieder stark. Jo. Also, ich tue in diesem Part mal nicht so viel machen. Ich muss ja mich rüberstecken. Und wir haben hier die Wolken und die Wolken sind böse. Also wir müssen auch in den Wolken ein bisschen ausweichen. Ich hole mir mal einfach Cobblestone oder so, was ich irgendwie genügend habe. Und dann fangen wir einfach mal an, uns rüber zu stecken. Aber ich werde natürlich den Part jetzt auch nicht so lange machen. Ich habe genügend Bruchstein, also jo, das wird schon gehen. Und das ist auch wieder etwas, oder? Ich kann es halt nicht blocken. Das ist halt die World Generation. Da kann ein Spiel eigentlich nichts dafür, wenn einfach, ja, das als so mega in der Luft liegt. Und wenn ich runterfalle, ich falle, glaube ich, einfach auf diese Welt hier runter. Und eventuell sterbe ich. Aber also jetzt muss ich schauen, in welche Richtung gehen wir. Also wenn jetzt hier weniger sind, gehe ich in die Richtung. Ja. Ich werde einfach mal, jo, so random zur Wolke gehen. Wenn sie mich runter, also knockbackt, dann, ja, habe ich halt den Salat. Versuche es einfach beim zweiten Mal nochmal. Aber scheinbar, ja. Ich muss aber auch noch ein bisschen nach drüben. Aber genau die Wolke. Zwei Wolken sind daneben. Das ist ein Wal. Oh, bitte Wolken, nicht so viel spawnen. Ja, okay. Hast du keine Chance. Da hast du keine Chance. Okay, wenigstens bin ich hier auf dieser Schmiergelwolke. Auf dieser. Ja. Genau, Bounce-Wolke. So, also, zurück zum Portal komme ich jetzt nicht mehr so gut. Da muss ich mich irgendwie hochstecken dann. Und wieder rüberstecken. Okay, man kommt hoch, aber ihr seht es, man ist auch ein bisschen drinnen. So, ich grab mich jetzt einfach hoch und versuche einfach irgendwo unten reinzukommen, weil wir unsere Werkzeuge, die funktionieren nicht richtig in dieser Welt. Man braucht zu lange, also ich muss irgendwo oben drüber kommen. Okay, ich werde wieder untergeworfen. Dankeschön. Wie viele Wolken sind eigentlich? Das ist der nervigste Mod gerade, den ich mir vorstellen kann. Komm hoch. Ich versuche einfach dort aufzukommen, wo wir vorher gesehen haben, wo am nächsten ist. Da drüben. Muss doch noch höher kommen. Das ist ziemlich schwer, wenn wir nicht so genau wegen dem platzieren können. Weil wenn ich hüpfe und nach hinten, dann falle ich runter. Und ich glaube, ich falle auch runter, wenn ich. Ich muss mich aber ein bisschen konzentrieren. Es ist echt stressig, wenn man jetzt so nachdenkt. Muss hier hochkommen, also noch ein bisschen höher. Kann ich eigentlich rüber segeln wieder, wenn ich nochmals doppelklicke? Ah, wir haben hier. Okay. Ich habe ein bisschen geschafft. Aber ihr seht es, der Evermod, der ist extremst. Wie sagt man dem? Random oder man könnte ständig runtergestoßen werden. So, also das erste Holz haben wir mal.
Wir haben auch Setzlinge, die pflanze ich gleich an. Gut, und jetzt gehe ich einfach hier runter und grab mal noch ein bisschen Stein. So, jetzt haben wir leider nicht gerade so viel Platz im Inventar. Und im nächsten Part machen wir einen Rucksack. So. Also alles neue Werkzeuge. Gut. Also den ersten Schritt haben wir mal. Wir haben auch eine Höhle. Grab mich noch ein bisschen runter. Was ist das hier? Ist das auch wieder dort? Ich werde angegriffen. Ja. Ich kann nicht dran gehen. So. Ja, schöner Klingelton, aber ich kann jetzt gerade nicht rangehen. Ist einfach meine Mitbewohnerin. Die muss nicht die ganze Zeit mit mir telefonieren reden. So, wir haben... Gut, ist gut. Dankeschön. Ah. Gut, danke. Wie lange das klingelt. Ich kann keine Fackeln setzen. Das kann ich aber abbauen und das ist fürs Fackeln machen, okay. So. Wieso ruft die mich an, wenn ich sage, ich bin nicht, ich habe keine Zeit? Wieso ruft sie mich an? Damit sie noch mehr Aufmerksamkeit haben kann? Ja, ich bin halt viel zu sozial. Ich mache halt Dinge mit manchen Menschen. Und dann haben sie das Gefühl, sie können die ganze Zeit Dinge mit mir zu tun. Es gibt ja viele Leute, die tun auch alles ignorieren, wenn sie zu viel geplagt werden. Das mache ich natürlich nicht. Und deshalb meinen auch die Leute, sie können mich ständig anrufen oder die ganze Zeit einfach belästigen oder die Zeit wegnehmen, wo ich schon sehr wenig habe. Oder ich habe auch nicht jeden Tag Zeit für Let's Plays machen. Ich muss manchmal vorproduzieren. Manchmal habe ich auch keine Zeit zum Hochladen, weil YouTube wieder 20 Mal mehr Länge braucht zum Verarbeiten und so. Und da hast du einfach irgendwie nicht das Gefühl, dass du irgendwie Videos oder Livestreams machen kannst, weil du ständig eigentlich immer gestört wirst. Auf YouTube, auch wenn ich Kommentar bekomme, freue ich mich natürlich riesig. Dann kann ich die Zeit auch ein bisschen investieren. Aber nicht im Real Life, wo man dann die ganze Zeit eigentlich überall hin muss. Man muss ständig irgendwo zu einem nach Hause gehen, weil sie so arm sind. Ich habe wirklich das Gefühl, viele Menschen, die vereinsamen und dann brauchen sie so jemanden wie ich, oder? Mich. Und das ist das Problem, oder? Und das muss ich so langsam auch wirklich zeigen den Leuten. Nur, wenn die Leute halt so einsam sind, dass sie nur mich haben, dann ist das Problem einfach bei mir. Gut, also ich finde jetzt gerade hier nicht die Rohstoffe, die mich weiterbringen, weil ich habe jetzt nur Kohle gefunden sozusagen. Das ist das Ambrosium-Schad, das ist sozusagen die Kohle. Aber ich brauche noch die anderen Erze. Das machen wir jetzt im nächsten Part. Jo, ich muss jetzt den Part auch beenden, der ist schon wieder ein bisschen höher. Wir müssen einfach bedenken, ab 30 Minuten braucht YouTube wieder ein bisschen viel länger. Ich weiß nicht, wieso sie diese Begrenzungen machen, dass sie für uns wahrscheinlich eigensinnig die Zeit noch vergrößern, wo längere Videos machen, damit wir eben nicht längere Videos machen. Und das ist also wirklich das größte Problem an YouTube. Diese Zeitverschwendung beim Hochladen, beim Verarbeiten. Aber momentan habe ich sowieso so, dass meine Parts innerhalb von 1-2 Sekunden hochgeladen sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Ding zu tun hat. Dass es einfach alles jetzt Verarbeitung ist und nicht mehr hochladen, oder? Also dass im Verarbeiten noch das Video hochgeladen wird. Ich weiß nicht, was das blaue Zeugs da ist, ob ich sage es mal. Nein, ist ja gar nicht. Nicht abschießen. Sehr dunkel. Okay, haben wir geschafft, weil die vergiften irgendwie und hat man einige Zeit dort.
Ah, da haben wir schon wieder Abrosium. Also wir müssen wahrscheinlich noch tiefer gehen. Also das machen wir im nächsten Part und ja, den Backpack noch holen. Am besten mache ich das mal so. Ich versuche noch zum Portal zu kommen bis zum nächsten Video. Und dann haben wir dort auch die anderen Sachen. Den Heimweg. So, gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Schöne Weihnachten und ja, viel Spaß noch mit weiteren lustigen Videos, Games, Musik oder Freunden. Irgendwas, eine schöne Beschäftigung wünsche ich euch. Tschüss!